in eine Behandlung. Dieses Video wird wild, ich merke das schon. Ey, leg dich nicht mit Krankenpflegern an, das ist ja sick. Pflegekräfte exposed, XXL, sogar Kinder im Skandalstream. Exposed. Oha, oha. Und ich kann nicht gekündigt werden, weil hier ist nichts mit Datenschutz gerade. Okay, geht schon strong los. Ich kann nicht gekündigt werden, weil hier ist nichts mit Datenschutz gerade. Okay, oh Gott, Gott, Gott. Wir hatten schon mal so ein Video gesehen von dem Kevin, also dem Pfleger Kevin. Der hatte sich nämlich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu exposen, wenn auf TikTok es Pflegekräfte gibt, die im Dienst streamen, was sie ja eigentlich gar nicht dürfen, und dann auch, ich sag mal, diskrete Infos über die Patienten dabei teilweise auch öffentlich machen, also im Stream vor ganz, ganz vielen Leuten. Solche Sachen gab es schon in seinen Exposed-Videos, und jetzt scheint es vom Titel her ein ganz besonderes oder ein ganz besonders starkes Exposed-Video zu sein. Ich bin gespannt. Let's go. Und ich kann nicht gekündigt werden, weil hier ist nichts mit Datenschutz gerade. Ich weiß schon, wie ich meine Arbeit auszuführen habe. Aber wenn ihr doch alle so ein Problem habt, könnt ihr doch alle gerne rausgehen. Ist doch gar kein Problem, oder? Ah, oh, das klingt jetzt schon so unangenehm. Das war nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, also kommt mal klar. Kommt mal klar und einfach keine Scheiße. Leute, ich hab 1000 Zuschauer. Mein neuer Rekord ist das. Aber kann man sie nicht leicht identifizieren über die Tattoos? Also, ja, okay, man müsste wissen, wer der Arbeitgeber ist. Und wenn man den Arbeitgeber nicht weiß, dann kann man natürlich jetzt niemandem eine Mail schreiben. Aber wenn man den Arbeitgeber wüsste, ja, okay, sie ist ja, ach, ich bin so stupid. Ich dachte so, ja, sie ist ja gepixelt, aber natürlich ist sie ja nur im Video gepixelt. Also er weiß ja eh, wie die aussieht. Also wenn er weiß, wer der Arbeitgeber ist, dann kann er dem Arbeitgeber das ja schicken. Sind wir bei Polizei oder was? Boom, 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 boom. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Denn wir müssen leider mal wieder sprechen. Und zwar über Pflegekräfte, die auf der Plattform TikTok während des Dienstes livestreamen und sich, naja, ich würde sagen... Aber wenn die Leute wissen, dass man exposed wird, warum machen die weiter? Das verstehe ich auch nicht. Also so die ersten ein, zwei Videos von dem Kevin, da habe ich noch gedacht, so ja krass, jetzt wird das ja dann aufhören, weil du als Pflegekraft ja mitkriegen wirst, ey, da haben Leute also den Job verloren, weil sie halt sich so verhalten haben. Weil das halt auch, du darfst das ja nicht so, ne? Und ich glaube, also da gab es ja wirklich Fälle, wo Infos darüber, wer die Patienten sind, wo die versichert sind, was die für eine Diagnose haben oder so, ganz, ganz viele solche Infos irgendwie draußen waren. Natürlich geht das, ist ja fucking No-Go so, ne? Aber nein, es geht offensichtlich weiter. Leute machen damit weiter. Sagen nicht immer ganz korrekt. TikTok-Fame zieht mehr. Verhalten. Und ich kann es inzwischen echt kaum glauben, dass es trotz meiner ganzen Exposed-Videos und den ganzen Reactions von Stay, Kaiser, Alpha Kevin, Rezo, dass es trotzdem noch Pflegekräfte gibt, die von meinen Exposed-Videos nichts mitbekommen und ja, fleißig weiter streamen. Vielleicht bekommen die was davon mit, aber es ist wirklich einfach der TikTok-Fame, der so sehr reizt. Und ohne Witz, guckt euch mal meine Seiten an. Das sind schon graue Haare. Ich kann bald nicht mehr. An dieser Stelle möchte ich mich auch mal bei meiner Community, also bei euch, bedanken. Denn ich lese unter fast jedem meiner Exposed-Videos meist nur positive Kommentare und neuerdings auch wertvolle Hinweise, um ganze Fälle aufzuklären. So wie auch im letzten Fall. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, denn auch so. In diesem Video habe ich euch wieder drei Fälle mitgebracht von Pflegekräften, die während des Dienstes live gestreamt haben und sich dabei echt unterirdisch verhalten haben. Darunter fällt auch ein Fall aus meinem letzten Video, zu dem es jetzt brandheiße neue Informationen gibt. Denn mein ursprünglicher Verdacht, dass diese Pflegekraft aus Bochum kommt, ist falsch. Boah, das wird jetzt so ein richtiges Detektivvideo oder was? Jetzt ist hier richtig so Detektiv-Vibes. Es ist noch viel, viel besser. Zudem habe ich euch einen Fall mitgebracht, bei dem eine Pflegekraft live im Stream Patientendiagnosen preisgegeben hat und den ganzen Livestream sogar konkret mit in einer Behandlungssituation genommen hat. Ja, und was soll ich euch sagen? Eine Pflegekraft, die seit mehreren Wochen aus einem... In eine Behandlung. Digga. Okay, 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 okay. Okay. Dieses Video wird wild, ich merke das schon. Aufwachraum heraus, livestreamt, konnten wir jetzt endlich exposen. Denn all meine gesammelten Informationen haben letztendlich zum Arbeitgeber geführt. Und ich hoffe, ihr haltet euch alle fest oder seid angeschnallt. Denn was diesmal ans Licht kam, hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Also dranbleiben lohnt sich. Und was sich übrigens auch lohnt, sind die beiden neuen Geschmäcker von Holy, dem Partner des heutigen Videos. Mit dem Code Kevin5.
Kriegt Kevin ETS für 10% auf eure gesamte Bestellung. Also wer jetzt nicht bestellt, der ist absolut selber schuld. Erinnert ihr euch noch an mein letztes Exposed-Video? Da gab es unter anderem diesen Cold Case, den wir seit einiger Zeit nicht... Ein Cold Case, Leute, wir haben ein Cold Case. ...nicht lösen konnten. Und für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus meinem letzten Exposed-Video. Wo arbeitet ihr? Im Krankenhaus, Leute? Warum schmeißt du dich auf den Boden? Ja, zu diesem Fall habe ich den Verdacht geäußert, dass es eventuell sich um eine Bochumer Klinik handelt. Ich habe auch direkt gesehen, dass das Bochum ist. Ich habe das hinten an der Wand, habe ich das gesehen, das ist typisch Bochum. Dies mehrmals angedeutet worden ist und die Streamerin auf ihrem TikTok-Kanal ein Video uploadet hat, wo ein Auto mit Bochumer Kennzeichen zu sehen war. Ah, daran hat er es erkannt. Ich habe es an den Wänden erkannt. Unter meinem letzten Exposed-Video gab es in der Kommentarzeile aber einige Hinweise, unter anderem diesen hier. Das müsste das Bergmanns Heil sein. Josefs und St. Elisabeth in Bochum tragen ein helleres Blau als Dienstbekleidung. Weiter hat das Josefs weiße Wandfarbe an ihren Wänden, zumindest auf der operativen ITS. Was? Jetzt kommen so die Pfleger? Digga, Kevin hat jetzt einfach, so der Pfleger Kevin, hat einfach überall in Deutschland so kleine Spionpfleger und in jedem Krankenhaus gibt es irgendwelche Leute, die seine Videos gucken und feiern und dann so was dazu sagen können. Digga. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie ein anderes Klingelgeräusch haben. Auch im Imagevideo Josefs sind die Türgriffe der Küche zu sehen, die anders aussehen. Die Türgriffe sind anders, das Klingelgeräusch ist anders, das kann nicht dieses Krankenhaus sein. Crazy. Gegen im Imagevideo einer Intensivstation in Bergmannsheil kann man eine gelbe Wandfarbe sehen. Zudem gab es folgenden Hinweis. Du sagtest, du seist dir nicht sicher über entweder Bergmannsheil Bochum oder Josef Hospital Bochum. Ich bin mir sehr sicher, es ist das Bergmannsheil. Die tragen dort in der Pflege diese dunkelblauen Kasachs. Im Josefs Hospital sind es weiße Kasachs, die einen dunklen und hellen blauen Streifen am Kragen haben. Auch gab es den Hinweis. Manche Einrichtungen haben individuelle Kasachs, zumindest auf Normalstationen. Bei uns sind sie marineblau mit orangenen Nähten. Funktionsbereiche allerdings haben oftmals die gleichen. Vielleicht kann man sich ansehen, welche der beiden Bochumer Kliniken ihre Mitarbeiter welche Kasachs zur Verfügung stellen. Ey, Digga, was geht bei denen? Diese könnte man eventuell mit dem Stream abgleichen. Ey, leg dich nicht mit Krankenpflegern an, das ist ja sick. Die halten alle zusammen. Ja, und was soll ich euch sagen? Es war keines der beiden Krankenhäuser, denn ich habe zeitgleich auf Instagram von drei verschiedenen Personen... Ey, ich würde mich nie mit Krankenpflegern anlegen. Vor allen Dingen Krankenpfleger, wenn die dich boxen, dann boxen die dich, bringen dich ins Krankenhaus und da sind noch mehr Krankenpfleger, die können dich noch mehr boxen. Also es ist... Puh, ich würde aufpassen. Folgenden wichtigen Hinweis bekommen. Hallo Kevin, ich finde deine Videos super. Ich wollte dir gerne einen Hinweis geben für das Video, welches du gestern am 19.01. auf YouTube hochgeladen hast. Die Person, Foto schicke ich dir, aus dem zweiten Fall, die zu zweit im Livestream waren, kenne ich. Ich arbeite bei der in Essen und die Dame mit den langen blonden Haaren heißt und arbeitet im auf der Station. Ja, und soll ich euch noch was sagen? Das Krankenhaus kenne ich, denn dort hatte ich letztes Jahr einen Probearbeitstag. Oha. Das kannst du dir halt echt nicht ausdenken. Oha. Und da ich mit dem Oha, das heißt, er kann direkt den Kontakt aufbauen, weil er den Kontakt basically schon hat. Pflegedienstleiter des Krankenhauses sehr gut bin und unter anderem seine private Handynummer habe, dachte ich, ich schreibe ihm einfach mal. Hat er 5 Euro in der Handyhülle? Und unter anderem seine private. Macht man das so? Gibt's nicht. Macht man. Hält man. Hat man Geld in der Handyhülle? Ist das eine Sache, die ich nicht. Verstehe ich die nicht? Ist das. Oder ist das ein geheimes Erkennungszeichen? Hä, hey, warum tut man das dann nicht in sein Portemonnaie? Hä? Alle kennen das? Nur ich mach das nicht? Ja. Könnt ihr euch denken, warum ich das nicht mache? Weil, also das ist für mich viel zu wenig Geld. Die pisse ich ja, 5 Euro. Also bei mir, ich hab so viel Geld immer dabei, dass ich das gar nicht in so eine Hülle kriegen könnte. So viel Geld. Das ist immer so ein richtig dicker Stapel. Es ist unfassbar, wie viel Geld ich brauche. Brauche ich nicht, aber habe ich. Handynummer habe. Genau, für euch ist das Notfallgeld, für mich ist so ein dicker Stapel lila Scheine Notfallgeld. Dachte ich, ich schreibe ihm einfach mal eine private Nachricht und frag mal nach, ob er die Person vielleicht kennt. Ja, und seine Antwort kam sofort. Wir hören mal rein. Alter, wie krass ist das denn? Also da bin ich ja auch überhaupt nicht der Freund von, da bin ich ganz bei dir. Ist die von der Uniklinik, weil ich habe nämlich eine mir hier im Haus nicht gefunden, aber dann scheint die in der Uniklinik zu sein. Ich meine, da habe ich ja hervorragende Kontakte hin. Ja, spooky.
Danke für die Info. Ich guck mal, ob ich die selber finde und dann auch rausfinde, auf welcher Station die ist, weil das finde ich auch sehr bedenklich. Okay, also ihr könnt mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich diese Pflegekräfte nicht gewarnt habe, aber die sind halt eher damit beschäftigt, sich über mich und meine Exposed-Formate lustig zu machen, als sich ernsthaft mal die Kritik zu Herzen zu nehmen. Also mein Mitleid hält sich da jetzt wirklich in Grenzen. Inzwischen wurde die Mitarbeiterin übrigens gefunden. Immer ein Geldkoffer dabei? Nein, weil ein Koffer zu tragen ist für mich körperliche Arbeit und körperliche Arbeit ist für das Proletariat. Davon halte ich mich fern. Ich darf euch zum aktuellen Zeitpunkt... Ich pisse Geld. Mehr körperlich mache ich nicht. Es ist nur das Urinieren von Geld in meiner Körperlichkeit. Zeitpunkt aber noch keine genaueren Informationen geben. Wenn ich allerdings mehr weiß, dann update ich euch. Versprochen. So, nachdem wir diesen Fall jetzt gelöst haben, lohnt es sich aber auf noch weitere Fälle zu schauen. Assistentin trägt ihn. Ja, genau. Ich frage immer meine Assistentin nach Geld. Das Ding ist, ich frage wirklich meine Assistentin nach Geld. Das ist jetzt das Erste, das an der Stelle ist wirklich real, weil ich, obwohl ich weiß jetzt wieder, wie man Überweisung macht. Ich habe in der Zwischenzeit verlernt, wie man Überweisung macht, weil ich es einfach nie gemacht habe. Und neulich war es so, dass ich eine Überweisung machen musste und nicht wusste, wie das geht. Also schon wusste, auf welche Knöpfe muss ich drücken, aber dann, auf welchem Handy ist jetzt welche TAN, wo ist das, wie ist die PIN für die App? Ich hatte es alles nicht im Kopf so, ne? Und jetzt weiß ich es aber wieder. Ich bin jetzt wieder voll drin. Ich kann Überweisung machen. Denn es gab in der Vergangenheit mindestens zwei weitere Streams, die mich absolut sprachlos gemacht haben. Denn unter anderem diese Pflegekraft hat mehrere Nachtdienste in Folge live gestreamt und sich dabei massiv fehlverhalten. Ja, und ich habe da in den letzten Tagen und Wochen mal... Okay, das ist jetzt Fall 2. Den ersten Fall haben wir jetzt schon sozusagen durch Mimi-mäßige, ich kenne überall Leute, die können mir was sagen, gelöst. Und jetzt kommt das ist jetzt Fall 2. Einige, wie ich finde, sehr grenzwertige Ausschnitte gesammelt. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Ausschnitten haltet. Wie bezahlst du denn Lisas Lohn? Lisa bezahlt sich selbst den Lohn. Also Lisa hat Zugriff auf die Konten und macht dann die Überweisung für den Lohn. Das heißt, möglicherweise überweist sie sich auch immer den doppelten Lohn. Das wäre jetzt eine Sache, die ich nicht so aktiv bemerken würde. Wenn sie das tun würde. Vielleicht zieht sie mich komplett ab. Vielleicht schaufelt sie jeden Monat so ein bisschen Geld an die Seite, auf ihre Seite so, und sagt dann immer, ja, ach so, du hast gerade so wenig Geld, weil Steuern, das Finanzamt, du weißt, Finanzamt. Und ich immer, ja, okay, wenn sie das sagt, Finanzamt, dann wird es wohl sein, das Finanzamt. Und irgendwann komme ich ins Office und ihre Sachen sind so weg und ich sehe nur so einen Zettel, wo irgendwie so steht, du hast mich all die Jahre schikaniert, das hast du jetzt davor, Digga. Ui. Wie macht das Marina? Marina kriegt auch von Lisa Geld überwiesen. Also, ja, alle kriegen von Lisa das Gehalt. Let's go. Ich küsse doch dein Herz, aber ey Leute, ich muss jetzt echt mal was machen. Einfach Lisas Villain-Origin-Story schnell geschrieben. Ja, wirklich. Okay, warte. Jetzt geht's hier um den zweiten Fall. Wir kommen wieder innerlich ins Video rein. Wir schaffen es wieder, innerlich in das Video reinzukommen. Fall 1 haben wir jetzt gesehen, wurde exposed. Fall 2. Es geht um diese Person. Ich küsse doch dein Herz, aber ey Leute, ich muss jetzt echt mal was machen. Ich bin auch mal hier am Arbeiten. Ich muss echt mal was machen, weil ich bin auch mal hier am Arbeiten. Ey, so Mitarbeiter braucht man. Warte mal, jemand, soll ich euch sagen, was der Fall ist? Gestürzt auf Glatteis beim Schlittschuhfahren. Stramm. Und ich konnte es mal wieder kaum glauben, denn die Streamerin plauderte in diesem Ausschnitt mal wieder munter über Patienten und deren Diagnosen. Ja, also ihr habt schon echt ein bisschen gerade übertrieben, ich bin euch ehrlich. Ich kann euch das Bild gerade sogar zeigen von dem Patienten, was ich da gerönt habe. Und ihr werdet trotzdem nicht erfahren, welcher Patient das war. Junge, ja klar, zeig auch noch... Also sie sagt, was die Diagnose ist, sie zeigt, was das Röntgenbild ist oder was? Sie sagt, eigentlich müsste ich arbeiten, aber ist halt geil zu streamen. Digga. Das Röntgenbild in einem TikTok-Livestream. I mean, why not? Zeig einfach mal her. Und dass diese ganze Situation aus diesem Livestream mal wieder gar nicht fit geht. Chat schreibt, das Traurige ist, der Mangel ist so heftig, dass man nicht mal auf diese Flachpfeifen verzichten kann. Ja, ich glaube, ja, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten.
aber trotzdem geht das nicht. Also natürlich sind wir uns alle einig, dass das nicht geht so. Also geht. Das sollte spätestens aus meinen Exposed-Videos ja klar sein. Denn es geht einfach um viel mehr als nur um den Datenschutz. Es geht um das große Ganze, denn die ganze Pflege steht in der Kritik, weil es so Pappnasen gibt wie sie, die während des Dienstes livestreamen und sich dabei absolut kacke verhalten. Doch jetzt mag der ein oder andere von euch vielleicht sagen, na gut, man hat keinen Patientennamen gesehen, man konnte keinen Patienten hören, man konnte allgemein keine Rückschlüsse führen. Ich find's schon wack, dass man eigentlich arbeiten sollte und nicht arbeitet. Also, hä? Weil das ist doch der Sinn, warum man da ist oder nicht. Naja, schaut euch mal folgenden Ausschnitt an. Der Patient heißt... Warte, ich kann euch da mitnehmen, dann könnt ihr dazu halt einfach... Hat sie den Namen gesagt vom Patienten? Strong? Ich mal auf den Hocker drauf. Das ist rechts, oder? Ja. Okay. Datenschutz. Während sie ein Kind behandelt... Macht sie Livestream? Ist ja nichts, oder? Ja, moin. Da musste ich mich... Warte, sie hat den Chat gelesen, während sie... Also, sie ist im Stream, spricht zwei Sätze mit dem Kind und guckt direkt wieder aufs Handy. Also direkt unmittelbar nach der Auseinandersetzung mit dem Kind guckt sie aufs Handy und liest einen Kommentar vor, nämlich Datenschutz-Fragezeichen. Nee, dann könnt ihr dazu halt einfach. Setz dich mal auf den Hocker drauf. Das ist rechts, oder? Ja. Okay. Datenschutz, siehst du ja nichts, oder? Ja, moin, da musste ich mich... Ey, Digga, das ist schon special kind of stupid. Echt zusammenreißen, denn was wir da gesehen und auch gehört... Also, Digga, wie man denkt, dass das irgendwie fein ist. Haben, das geht schlicht und ergreifend auf keine Kuhhaut mehr. Und zu diesem... Digga, wirklich, da ist neben dir ein Kind und du bist parallel, während du wirklich abwechselnd wieder in deinem Livestream, wieder kurz mit dem Kind reden, wieder kurz Livestream... Dass das nicht der Sinn der Sache ist, muss man doch fühlen in dem Moment. Zeitpunkt wissen wir nicht. Also ich meine das jetzt nicht mal nur in Hinsicht auf Datenschutz. Ich meine das auch einfach in Hinsicht von, das ist ja, finde ich, ein bisschen respektlos dem Patienten, in dem Fall dem Kind gegenüber. Du sollst dich um dieses Kind sorgen, gerade in dem Augenblick. Und das so mit einer halben Aufmerksamkeit zu machen, ist vielleicht nicht das Niceste. So. Nicht nur, wie der Patient heißt, welche Verletzung er hat, wie er sich die auch noch zugezogen hat. Nein, die Streamerin ist sogar noch so freundlich und nimmt uns mit in die Behandlungssituation. Mega freundlich von ihr. Ja, und dass der Patient... Aber Rezo, das ist doch nur ein Kind. Ah, good point, stimmt. Kinder sind ja nur halb so groß wie durchschnittserwachsene Menschen. Deswegen natürlich ist die Wertigkeit auch nicht so hoch. Jetzt bin ich abgeholt. Der da behandelt wird, sogar noch ein Kind ist, macht die Situation jetzt irgendwie nicht besser. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es zu dieser ganzen Szene kein Einverständnis der Eltern gab. Ich meine, jetzt mal unter uns, welche Mutter oder welcher Vater würde dem auch zustimmen? Die Begründung, warum sie den Stream nicht wenigstens ausgemacht hat, als sie in die Behandlungssituation gegangen ist, war übrigens... Du hast vergessen, dass Kinder politisch auch wertlos sind. Stimmt, Kinder können noch nicht wählen. Also finde ich, sind die Interessen von Kindern auch nicht so wichtig. Finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt, der hier jetzt geführt wurde. Auch echt ein 10 von 10, muss ich sagen. Ich wollte einfach nur nicht rausgehen, deswegen bin ich hier drin geblieben. Natürlich hagelte es in den Kommentaren mal wieder massiv viel Kritik. Auch eine geile Begründung. Ich wollte nicht raus, deswegen bin ich drin geblieben. Ah, gut. Worauf auch diese Streamerin leider nicht so wirklich elegant antwortete. Wir schauen und hören da einmal rein. Ich habe weder diesen Menschen gezeigt, weder den Namen genannt, weder euch meine Arbeit gezeigt, weder irgendwas von diesen Menschen gesagt. Ja, ne, chillt mal, ja. Ich würde auch das mal so ringsen. So, chillt mal. Nee, meine Kollegen melden das nicht, weil ich habe hier nichts über Datenschutz gesagt. Ich habe hier nichts über Datenschutz gesagt? Also ich weiß, was sie meint, aber... Erstens. Zweitens. Ich habe den Namen nicht genannt von dem Patienten. Drittens. Ja. Hä? Sie hatte doch eben sogar den Namen genannt. Ja. Ich habe den Patienten nicht gesehen. Viertens, ich habe nicht gesehen, was ich hier gerade tue. Also kommt mal alle klar. Stimmt, wir haben das Kind nur gehört, nicht gesehen. Krass. Also abgesehen... Also Namen wissen wir, wir wissen, was passiert ist. Wir hören das Kind. Digga, das muss man doch nicht argumentieren, Alter. Aber nochmal, ich finde, dieser Datenschutzaspekt ist ja nur ein Aspekt. Unabhängig vom Datenschutz ist man doch darauf, also ist man doch als Patient darauf angewiesen, dass... die Person, die einen behandelt, einen guten Job macht. So, da geht's um dich und deinen Körper, so, und deine Gesundheit. So, das Gefühl zu bekommen, jemand ist mit einem, mit der Hälfte vom Kopf die ganze Zeit, also selbst wenn die mit der Hälfte gar nicht, selbst wenn es nicht um TikTok-Livestream ginge, sondern sie Clash of Clans die ganze Zeit nebenher zocken würde.
fände ich das auch nicht gut. Das wäre datenschutzmäßig völlig egal, also weil Clash of Clans ist ja kein Livestream oder so, aber es wäre trotzdem, also ich würde mich da nicht gut aufgehoben fühlen. Davon, dass das jetzt gelogen war, weil, I mean, wir kennen ja jetzt sogar den Patientennamen und die Patientendiagnosen, fängt Datenschutz natürlich nicht erst dann an, wenn wir was mit unseren Augen sehen, sondern allgemein dann, wenn wir Rückschlüsse auf den Patienten zulassen können. Und das ist hier definitiv der Fall. Und dass die Streamerin auf weitere Kritik absolut gar nicht klarkommt, wird im folgenden Ausschnitt deutlich. Aber wenn ihr doch alle so ein Problem habt, könnt ihr doch alle gerne rausgehen. Ist doch gar kein Problem, oder? Man kann hier nicht stimmen, glaube ich. Oder kann man? Weiß ich nicht. Aber ich habe den Namen ja nicht genannt, also mach mir jetzt bitte hier keinen Film. Sind wir bei Polizei oder was? Und Digga, es ist wirklich, sie kommt nicht gut rüber, ne? Also diese Uneinsichtigkeit ist halt auch nochmal eine Stufe mehr. Ey, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich mir so vorstelle, ich gehe zu meinem Arzt hin und der setzt sich hin und sagt, naja, was kann ich für sie tun? Und ich sage so, ja, ich habe bin total schlecht umgeknickt. Ich glaube, ich habe mir irgendwie ein Band gerissen oder gedehnt. Ich kenne mich damit nicht aus, aber es tut tierisch weh an meinem Fuß. Keiner. Irgendwie sowas sage ich. Und während ich das sage, guckt er so auf sein Handy und spielt so, daddelt einfach was. Spielt so f***ing Clash of Clans. Greift irgendein Dorf an oder so. Das macht er so nebenher. Sagt so, ja, aha, dann ja, zeigen Sie mal, welche Seite. Aha, ja, warten kurz. Das wäre doch nicht okay. Also unabhängig vom Datenschutz, Digga. Und ich kann nicht gekündigt werden, weil hier ist nichts mit Datenschutz gerade. Und das, liebe Freunde, ist im Übrigen das Resultat, wenn die Politik in Deutschland denkt, dass Pflege wirklich jeder kann. Und dass der Livestream die Pflegekraft dort nicht nur ablenkt, sondern auch negativen Einfluss auf ihre Arbeit nimmt, das beweist sie sogar höchst selbst. Komm mal klar und einfach kein Sch. Ne? Warte mal, war das jetzt rechter Arm? Alter, ihre. Was? Digga. Nein, 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 nein. Mm-mm. Nee, nee. Ey, das kannst du nicht ausdenken. War da, was? Wofür bist du nochmal hier? Was ist hier nochmal? Was jetzt? Welchen Arm soll ich machen? Digga. Warte, wir gucken nochmal. Komm mal klar, aber kein Sch. Ne? Warte mal, war das jetzt der rechte Arm? Alter, ihre Aufgabe ist es, den Arm des Kindes zu röntgen. Sie weiß am Ende des Röntgen nicht mal mehr, ob es links oder rechts war. Digga. Digga, 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 bitte. Bitte nicht am Handy sein. I mean, völlig egal. Links, rechts, Arm, Bein, Kopf, Fuß, völlig Wurst. Und da kann man jetzt wirklich nur hoffen, dass dieser Livestream eine Ausnahme war. Und das war auch nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, also kommt mal klar. Ich weiß schon, wie ich meine Arbeit auszuführen habe. Und ja, geht, ne? Oh Mann, Alter. Ich hab mir, glaube ich, noch nie. Ey, sie macht's wirklich schwer, irgendwie ihre Seite einzunehmen. Sie macht's wirklich schwer. Puh. Wie so sehr gewünscht, eine Pflegekraft zu exposen, aber aktuell reichen meine Informationen noch nicht ganz aus, um den Arbeitgeber einwandfrei zu identifizieren. Ich bleibe aber dran. Auch wenn wir diese Pflegekraft. Das war einfach ein Update jetzt, was da passiert ist, aber okay, er weiß noch nicht, wer der Arbeitgeber ist. Weil, ach so, ich verstehe, das heißt, Kevin braucht sozusagen immer, muss immer wissen, wer der Arbeitgeber ist und dann kann der Arbeitgeber dem Arbeitgeber halt eine Mail schreiben und sagen, hey, guck mal, hier sind Livestreams und dann wird es ja irgendwelche Konsequenzen haben, weil ansonsten ja auch in der Öffentlichkeitswirkung das fürs Krankenhaus ja auch wichtig ist, dass es Konsequenzen gibt, so, ne? Kraft jetzt nicht exposen konnten, gibt es aktuell einen weiteren Fall, an dem ich schon. Okay, Fall 3. Wir sind jetzt bei Fall 3. Digga, was ist das für ein Video hier? Das ist ja wirklich packed mit solchen Fällen. Ja, dritter Fall. Seit einiger Zeit arbeite und der ist jetzt relativ gut eskaliert, denn diese Pflegekraft haben wir komplett hops genommen. Und falls ihr euch in Zwischenzeit wieder abgeschnallt habt, kann ich euch nur raten, die Gurte wieder enger zu ziehen, denn der innere Detektiv Conan wurde in mir geweckt und ist komplett eskaliert. Ja, doch worum geht es jetzt genau? Ey, ich freue mich richtig drauf, jetzt auch so Conan-Geschichten. Diese Pflegekraft, beziehungsweise anästhesietechnische Assistentin, streamte seit einiger Zeit schon live auf TikTok. Ist es nicht super wie... Ey... Wenn du so Digga, ich kann die Worte nicht aussprechen. Anästhetische Assistentin bist, ist es nicht super relevant, was du tust? Also, wenn du da irgendwie abgelenkt bist vom Job, kann es halt echt sein, dass Anästhesistin. Schwieriges Wort, schaffe ich nicht. Digga. Ich.
Ihre Karriere auf TikTok? Anästhesie-technische Assistentin. Dankeschön, Chat. Ich versuche Anästhesie zu... Digga, warum fällt mir das Wort so schwer? Anästhesie. TikTok begann bereits 2021. Doof nur, dass genau diese Videos jetzt zu... Gibt's nicht den Song von Enter Shikari, der so heißt? Klärung des aktuellen Falls beigetragen haben. In ihren Streams wird relativ deutlich, dass es diesen Pflege-Livestreamern nicht so sehr um die Patienten, sondern vielmehr um den eigenen Fame geht. Dabei streamt diese Pflegekraft live aus einem Aufwachraum. Und genau so einen Fall hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal. Hier nochmal ein Ausschnitt. So. Meine Gunst. Wie sieht das aus? Möchten Sie gerne Operationen? Ja. Ja? Guck mal, der Doktor, der hat schon das okay gegeben, ne? Ja. Sofort. Und du hörst dann, was die Leute sagen, die gerade aufwachen. Junge, 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 Junge. Also ich hatte das einmal in meinem Leben erst, ich hatte zweimal in meinem Leben eine Magenspiegelung, weil ich mit so Übersäuerungsschwierigkeiten habe, immer noch. Und beim ersten Mal hatte ich keine Narkose. Also da war ich bei vollem Bewusstsein, als ich mir so als Schlauch in Rachen geschoben haben. Und beim zweiten Mal habe ich gepennt. So. Und als ich da aufgewacht bin, also ich habe nur diese eine Erfahrung, wo ich sozusagen aufgewacht bin. Und Digga, ich hätte nicht gewollt, dass das gelivestreamt wird, was ich da sage, als ich aufgewacht bin. Also ich habe nachher Aufnahmen gesehen. Also von der Person, die mich da, die da mit mir dahin gefahren ist, mir weggefahren ist, so. Ich habe ganz große Scheiße gelabert. Wenn das im Internet wäre, Digga, puh, nee, würde ich nicht wollen. Würde ich nicht wollen. Nee. Melden, unbedingt melden. Mein Gutstar. Meinst du, die schmeißen mich raus? Deep Throat Experience. Ja, das war ohne Scheiß. Meine erste Magenspiegelung war wirklich eine absolute Deep Throat Experience. Das war unfassbar unangenehm. Und auch diese Pflegekraft haben wir damals hops genommen und exposed. Das war auf jeden Fall bitter nötig. Doch schauen wir jetzt erstmal in den aktuellen Fall rein, wo Likes und Fame deutlich mehr wert zu sein scheinen als die Gesundheit der Patienten. Ja Leute, ich, wie gesagt, ich muss das hier nochmal nutzen. Ich würde euch alle bitten, einmal das Live zu liken. Das ist das Wichtigste. Ja, gerade in dem Augenblick ist das Wichtigste, erstmal live zu liken. Und mir bitte einmal gerne zu folgen. Und ihr dürft gerne meine Videos und mein Profil abchecken, ne? Ey, Armin, die sehen alle, ne? Du weißt das. Wie viele Leute sind da? 867. 800 Leute habe ich eben gesehen, mein Lieber. Okay. Okay, nice. Sehr, sehr cool. Ey, wie absurd. Was ist denn das? Cool, aber wie... Aber warum sagen die anderen denn im Raum auch nichts? Also, so wäre ich der Armin gewesen, würde ich doch sagen, Digga, kannst du es kurz ausmachen? Können wir das... kann ich nicht hier bitte im Internet in irgendwelchen Livestreams drin sein? Dass die nicht so, dass nicht irgendwer im Raum sagt, nee, lass das mal. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht im Office wäre und es würde Lisa so im Office sitzen an ihrem Schreibtisch und würde einfach einen TikTok live starten und einfach so mit den Leuten quatschen und es kämen so andere Leute im Office und würden das sehen. Die würden doch sagen, hä, Lisa, Entschuldigung, was machst du hier gerade? Können wir das bitte sein lassen? Hä? Wie kann man dieses Empfinden nicht haben? Wie geht's eigentlich den Patienten? Lebe ich in einer Parallelwelt? Ich meine, was sagt ihr denn dazu? Ich weiß nicht, ich feiere das jetzt nicht. Auch geil finde ich, dass da überall Kollegen rumlaufen, die zu dem Livestream da einfach mal gar nichts sagen, sondern in einigen Ausschnitten sogar noch beeindruckt wirken. Mich irritiert es extrem. Leute, ich hab 1000 Zuschauer. Wow! 1000 Zuschauer? Mein neuer Rekord ist das. Ja, 1000. Ey, ich bin stolz. Ich bin sehr, sehr stolz. Zuschauer, irgendwelche TikTok-User, die da permanenten Einblick in den Aufwachraum haben und die Arbeitsabläufe beobachten können. Weiß ich nicht. Leider war die Streamerin über einen langen Zeitraum... Ey, das ist aber auch so scheiße, weil die Pflege, es hat's wirklich nicht leicht. Aus sehr vielen Gründen haben's Pflegekräfte aktuell echt nicht leicht. Und sowas macht es ja nicht besser für die vielen, vielen Pflegekräfte, die halt einen ordentlichen Job machen. Und die allermeisten sind ja nicht so. Also das sind ja wirklich schwarze Schafe so, ne?
kommen sehr, sehr spärlich mit Informationen über ihren Arbeitgeber, weil die meisten wissen ja auch inzwischen, dass wir diese Fälle exposen. Aber die Fülle an Livestreams hat mit der Zeit ein kleines Bild ergeben und ich schneide euch jetzt mal einige wichtige, sehr, sehr hilfreiche Informationen zusammen. Aus Hamburg, Leute, ich komme aus Hamburg. Aber ich sage trotzdem nicht, in welchem Krankenhaus ich arbeite. Ja, war schon nicht smart, dass sie Hamburg gesagt hat, ne? War nicht smart. Das, also schränkt es ja schon ein. Ah, ist schon groß, mein Krankenhaus. Ist kein kleines Krankenhaus. Okay, weiter eingeschränkt. Okay, gut. Noch mehr. Aber ich sag nicht, in welchem Krankenhaus ich bin. Mhm. Als ich meinen Stationseinsatz hatte, war ich auf einer viszeralchirurgischen Station. Viszeralchirurgische Station, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist ein Hinweis mehr. Und ich habe einen Tag auf der Neurologie ausgeholfen. Ah, es gibt auch eine Neurologie bei dir. Okay, also ein großes Krankenhaus aus Hamburg. Was jetzt kommt er, ne? Eine Viszeralchirurgie und eine Neurologie hat. Das grenzt das ganze Gebiet jetzt schon etwas ein, es reicht allerdings noch nicht ganz aus. Daher bin ich unter anderem folgendem Wunsch der Streamerin gerne nachgekommen. Und ihr dürft gerne meine Videos und mein Profil abchecken, ne? Ja, Videos abchecken. Jetzt kommt Sherlock raus. Alles klar, gute Idee, denn dabei habe ich noch folgende wertvolle Informationen gefunden. So Leute, ich bin heute am Sekt-COP, also wo hauptsächlich Kaiserschnitte durchgeführt. Ah, ja, das auch noch. Das hat auch nicht jedes Krankenhaus, ne? So Kaiserschnitte-Zeug hat nicht jedes Krankenhaus. Sektios sind sogenannte Kaiserschnitte, die vor allen Dingen durch Kliniken durchgeführt werden, die sich auf Geburtshilfe spezialisiert haben oder die zumindest einen Kreißsaal vorhalten. Wichtig für mich, um den Arbeitgeber ausfindig zu machen, war auch dieses Video, bei dem sie eine Dienstbekleidung getragen hat, die mir doch irgendwie sehr bekannt vorkam und die habe ich dann... Jetzt kommen wieder irgendwelche Leute aus Hamburger Krankenhäusern und sagen ihm, ey, ich weiß genau, wo das ist. Da bin ich auch, da kenne ich jemanden. Mal mit meiner Festplatte abgeglichen. Nee, Spaß, Leute, ich bin ja jetzt nicht Mimi, aber Mimi ist schon ein Vorbild. Grüße gehen raus. In Wahrheit... Hat schon leichte Mimi-Vibes. ...habe ich einen guten Kollegen, der aus der Nähe Hamburg kommt und die Hamburger Kliniken sehr, sehr gut kennt. Dieser hat mir wiederum mitgeteilt, dass diese Arbeitsoutfits von der Asklepios genutzt werden. Jemand im Chat schreibt, hat nicht jedes Krankenhaus einen Kreißsaal? Keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht aus. Mein Bauchgefühl war jetzt, dass es nicht jedes Krankenhaus hat, aber kann auch jedes... Weiß ich nicht. Mein Bauchgefühl war jetzt nicht, aber ist auch kein informiertes Bauchgefühl, ne? Es ist einfach Bauchgefühl. Okay, viele Leute schreiben nein. Manche schreiben ja, die meisten schreiben nein. Nicht jedes. Von diesen Kliniken gibt es allerdings in Hamburg 3. Aber... Okay. Er hat es jetzt eingeschränkt auf 3 Krankenhäuser in Hamburg. Okay, das ist schon runterreduziert. Ja, ist schon groß, mein Krankenhaus. Ist kein kleines Krankenhaus. Okay, das Krankenhaus ist also groß, aber eins der Krankenhäuser, der Asklepios aus Hamburg, hat die Geburtshilfe. Das heißt, die führen Sektios durch. Außerdem haben 2 der 3 Krankenhäuser nicht die Fachbereiche, die die Streamerin in ihren Videos erwähnt hat. Als ich meine Station... Oha, also weiß er das Krankenhaus. Einsatz hatte, war ich auf einer viszeralchirurgischen Station und ich habe einen Tag auf der Neurologie ausgeholfen. Ja, und dann blieb halt wirklich nur noch ein einziges Krankenhaus über. Ja, und was soll ich euch sagen, nach monatelanger Recherche... Digga, er ist einfach am Kombinieren. Der Kevin einfach am Kombinieren. ...haben wir jetzt endlich den entscheidenden Hinweis bekommen und den Arbeit... Das K in Kevin steht für kann schlussfolgern. ...Arbeitgeber ausfindig gemacht. Ja, und den Kollegen aus Hamburg haben wir mal wieder eine ganz saftig-knaftige E-Mail geschrieben. Hier der Inhalt. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Geschäftsführung des Asklepios Krankenhauses in Hamburg-Altona, sehr geehrtes Gesundheitsamt Hamburg-Altona. Mit Erschrecken beobachte ich seit einiger Zeit, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen in ihren Diensten als ATA Livestreams aus ihrer Klinik aus dem OP-Bereich auf der Social-Media-Plattform TikTok überträgt. Dabei schauen mitunter mehrere 100 bis 1000 Menschen zu. Ebenso leite ich diese Nachricht an das Gesundheitsamt der Stadt Hamburg weiter und behalte mir ebenfalls vor, Strafanzeige gegen diese Mitarbeiterin zu schreiben. Boah, so eine Mail zu bekommen, kickt, Digga. Ohne Scheiß. Wenn du bei dem Krankenhaus arbeitest und diese Mail bekommst, das ist nichts, wo du sagen kannst, ah, hier nervt jemand, da scheiße ich jetzt mal drauf, da wird schon nichts passieren. So wie die Mail geschrieben ist, weißt du ganz genau, damit komme ich nicht durch. Stellen. Livestreams und die damit verbundenen Datenschutzverstöße habe ich in der Vergangenheit in ganz Deutschland zur Anzeige gebracht. Ich denke, Sie wissen, dass Livestreams aus diesem sensiblen Bereich ein absolutes No-Go sind. Na, ein Glück hat die Streamerin auch noch andere Berufswünsche. Ja, als Kind wollte ich mal irgendwie Präsidentin der Vereinigten Staaten werden, Leute. Keine Ahnung, das sind ganz crazy Sachen irgendwie. Oder Sängerin wollte ich werden, dabei kann ich nicht mal singen. Gut, also Pflegerin bist du ja auch geworden und das ganz ohne Anstand und Moral. Warum? Shots feiert. Um dann also nicht Sängerin werden, ohne singen zu können. Das hat dieser Typ doch auch irgendwie geschafft. Ich
muss euch im Übrigen enttäuschen, denn eine Antwort der Klinik gab es schlicht und ergreifend nicht. Wahrscheinlich, weil diese Klinik mich und meine Formate schon kennt, da ich bereits eine Pflegekraft genau aus diesem Krankenhaus in der Vergangenheit mal exposte. Ja, aber also wäre ich die Klinik, ganz ehrlich, würde ich, glaube ich, ihm auch nicht antworten, weil alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Ich meine jetzt nur aus strategischen Gründen sozusagen, kann ich verstehen, dass sie das nicht machen. Aber sie müssen ja irgendwie handeln, weil das Gesundheitsamt stand ja auch im CC, ne? Also ich glaube, das kannst du nicht unter den Tisch kehren, ne? Das war übrigens der Fall, wo mich die Pflegekraft im Nachgang noch verklagt hat. Aber diesmal habe ich alles zensiert und ich bin gut rechtsschutzversichert, also ich sollte wirklich safe sein. Und Stimmt, ich erinnere mich. Er musste, weil er verklagt wurde, irgendwie 3.000 Euro, oder? 1.000 Euro irgendwie an Stuff bezahlen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war eine kleiner vierstelliger Betrag, den er aufbringen musste, weil er sich Rechtsbeistand suchen musste. Klagt hat. Aber diesmal habe ich alles zensiert und ich bin gut rechtsschutzversichert, also ich sollte wirklich safe sein. Und Leute, jetzt mal 3.000 Euro. Ja, ich glaube, er hatte dann zur Spenden aufgerufen, hatte dann auch Geld bekommen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich bin so vergesslich, ich meine, ich hätte ihm auch noch Geld gegeben. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Doch, ich bin mir relativ sicher. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich glaube, ich habe ihm gesagt, ach, ich gebe dir auch was. Dann habe ich es nicht gemacht, weil ich es vergessen habe. Und ich meine aber, dann hätte ich es gemacht. Dann haben wir geschrieben. Und dann habe ich es gemacht. Ich bin mir, oder? Ja, habe ich? Okay, ihr sagt, hab, dann glaube ich euch. Unter uns. Weil ich bin jetzt unsicher, Digga. Wie viele Exposed-Videos braucht es noch, damit diese Livestreams in Sonst, ey, das kann auch sein, dass ich ein zweites Mal jetzt einfach behauptet habe, ich hätte ihm Geld gegeben, obwohl ich es gar nicht habe. Zukunft einfach mal aufhören. Leute, und wenn ich trotz meiner inzwischen sehr, sehr grauen Haare diese Wäre auch strong. Exposed-Format. Jedes Mal, wenn wir auf ihn reacten, behaupte ich einfach, ich hätte ihm irgendwas Gutes getan, was ich aber gar nicht gemacht habe. Das wäre strong. Oder ich will ihm was Gutes tun, was ich dann gar nicht mache. So. Ey, ich werde auch bei ihm nochmal die Fenster putzen und dann mache ich das einfach nicht. Warte, weitermachen soll. Dann lasst ihr gerne ein Like und ein Abo. Ich gebe ihm auch einen Döner aus, dann mache ich das einfach nicht. Meinem Kanal da. Und wenn ihr ganz geil drauf seid, dann aktiviert ihr noch die Glocke. Und damit würde ich sagen, schreibt mir eure Meinung. Hey, ich finde es sehr, sehr, sehr strong, dass er sich so viel Mühe macht, weil das ist sehr viel Aufwand, was er da tut. Wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Und du merkst richtig, dass er das in erster Linie macht, weil er den intrinsischen Drang hat, darüber sozusagen zum einen aufzuklären und auch abschreckend natürlich, durch Abschränkung das einzudämmen und da einfach auch eine positive Auswirkung auf die Welt zu haben, finde ich strong. Ich finde es sehr, sehr strong. Video liken. Ihr könnt, wenn ihr solche Videos mehr sehen wollt, weil wir gucken ja nicht jedes Video von ihm, könnt ihr hier Kevin auf YouTube folgen. Ihr könnt auch, genau, einfach Pfleger Kevin, glaube ich, wenn ihr das eingibt, dann findet ihr den.